Hallo und guten Morgen, meine Lieben, zu einem neuen Wunschpartner-Reading. Heute am Mittwoch. Ja, was passiert denn? Was ist denn bei ihm los? Ich war schon sehr erstaunt über die letzte Legung, denn es ist natürlich einiges passiert. Was mich auch wirklich fasziniert, und ich kann euch das immer nur mitteilen, dass einfach auch momentan viele Gefühlsklärer lernen zu verstehen, Dinge anzunehmen, Dinge anzuschauen. Guck mal, hier liegt auch die Lupe. Die göttliche Führung, ja, die ist natürlich bei ihm. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, der liebe Gott hat uns natürlich auch mit einem Verstand versehen und natürlich auch mit Selbstentscheidung. Wir können immer darauf hingewiesen werden. Uns kann der Weg gezeigt werden. Nur wir müssen dann auch den Weg als Gefühlsklärer selber gehen. Ihn anschauen, annehmen und dann gehen. Und hier ist die göttliche Führung und ich sage ihm ganz klar, guck mal, du hast die Kraft, auch Dinge jetzt mal unter die Lupe zu nehmen, näher anzuschauen. Schau dir auch mal dein Leben an. Schau dir auch mal an, wo du bist. Und was dir aber auch wichtig ist im Leben, ist dir wichtig, ich zeige euch natürlich auch die Karten, seht ihr, der Bär, die Lupe, ist dir auch wichtig, nur das Materielle nach außen hin gut dazustehen, für andere Dinge zu tun, aber dabei sich selbst verlieren, ja? Das ist ja genau das. Viele von uns, und ich rede jetzt in der Form von uns, weil ich bin ja auch immer noch ein Gefühlsklärer. Ich habe dieses nie abgelegt. Ihr dürft eins nicht vergessen, mein Prozess ging 23 Jahre. Ich kann das nicht von heute auf morgen ablegen. Ich merke das immer noch. Mir kommt es manchmal, oder in mir kommt es manchmal immer noch hoch. Und sicherlich schaue ich mir oder habe ich mir die Dinge angeschaut, bin auch in meine Kraft gekommen, weil die göttliche Führung mir Beistand geleistet hat. Natürlich. Und es ist ja auch meine eigene Entscheidung gewesen, dann diesen Weg zu gehen. Und das dürft ihr nie vergessen. Auch euer Wunschpartner, auch euer Seelenpartner hat ja die freie Entscheidung. Er wird ja zu nichts gezwungen. Nur die göttliche Führung ist auch da und möchte ihn darauf hinweisen, wo eigentlich sein Platz ist, wo er hingehört und was auch wichtig ist im Leben. Im Leben ist es nicht wichtig, bei einem anderen zu sein, außer bei der Seelenpartnerin. Für vielleicht Freunde, für Verwandte, für Familie oder Sonstiges. Nein, es muss auch verstanden werden, auch begriffen werden, was dieser Seelenprozess, was der beinhaltet. Und dass das, was jetzt hier alles passiert, auch seinen Sinn hat, auch seinen Sinn haben muss. Und da finde ich es wahnsinnig positiv, dass wir momentan so viel Anerkennung oder Zusprache auch von Gefühlsklärern bekommen, weil sie sich jetzt in einer Art Transformation oder in der Selbstfindung befinden, auch merken, spüren, anerkennen, dass etwas nicht so ist, wie es eigentlich sein soll. Und deshalb ist diese Legung auch heute wieder wahnsinnig auf den Punkt. Und das bestätigt eigentlich auch diese komplette Energie, was ich auch durch Gespräche, was ich auch durch viele Gefühlsklärer mir mitteilen, aus der Situation, aus ihrem Leben, aus den Gefühlen, wie sie innerlich fühlen, aber trotz alledem immer noch dann der Verstand da ist. Und da muss man unterscheiden, was wichtig ist. Auch anerkennen, was sagt mir meine innere Stimme, was teilt mir diese innere Stimme mit. Bin ich da fehl am Platz, wo ich momentan bin? Ist für mich etwas anders vorgesehen?
Muss ich etwas ändern in meinem Leben? Darf ich auch etwas verändern in meinem Leben? Und das ist ganz wichtig. Und ich teile das natürlich auch immer mit. Wir haben es ja teilweise verloren, auf unsere innere Stimme zu hören, unserem Gefühl zu folgen. Wir machen uns zu sehr Dinge zu bewusst. Wir zerdenken auch vieles. Und das ist ganz, ganz schlimm. Einfach auch mal leiten lassen, gehen lassen, fühlen, ja. Die Gefühle wieder, die Sinne wieder aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich auch, dass sich etwas tut. Da sehe ich auch etwas Positives. Und das ist aber auch gewollt. Denn die göttliche Führung ist hier nicht umsonst gefallen. Und ich möchte natürlich etwas mitteilen. Und die erste Reihe finde ich eigentlich wunderschön, wunderbar. Denn die besagt eigentlich auch diesen Moment, diese Situation momentan. Und ich zeige sie euch mal. Ich drehe aber gleich alle drei Karten um, dann ist es besser zu verstehen. Schau, hier ist der Turm. Dann ist gefallen der Ring. Dann ist gefallen der andere Mann. Und jetzt sage ich euch auch, warum. Und dieser Ring ist eure Verbindung. Der Ring ist nicht eine andere Verbindung, denn das werden wir auch, oder das werdet ihr dann in dem Kartendeck noch sehen. Und hier, diese drei Karten besagen es eigentlich wunderschön, in welch einer Transformation er sich auch befindet. Natürlich ist dieses unter die Lupe nehmen, auch das Leben unter die Lupe nehmen, auch mal sein Inneres nach außen rollen, ja, sich auch zuzutrauen, jetzt etwas zu verändern, einfach auch in die Kraft zu kommen. Und das ist genau hier mit dieser Karte. Das ist nicht die Trennung, sondern das ist auch der Rückzug. Ich gehe in mich, ich schaue in mich und ich nehme mir auch die Zeit für diese Verbindung, für diese Gefühle, für das, was das Spezielle an euch beiden ist, ja. Und hier der andere Mann, das symbolisiert eigentlich diesen Mann, der er gerne sein möchte. Der hier, das war er in dem früheren Leben. Er hatte im Prinzip zwei Leben. Er hatte ein Leben mit dir und ein Leben ohne dich. Und das ist genau das, was jetzt zu Ende gehen darf. Denn er möchte nicht mehr diese Zwiespalt in sich. Er möchte ein anderer werden, und zwar der auch vorgesehen ist, nämlich seinem Herzen zu folgen, der inneren Stimme zu folgen. Wo gehöre ich denn hin? Wo ist mein anderer Part? Und das ist diese Seele, das ist die innere Stimme, ja, die ihm das auch mitteilt. Und deshalb ist es auch wunderschön, diese erste Reihe, denn das hier, oftmals ist ja der Ring auch für Ehe, aber hier, das ist eure Verbindung. Das ist diese Festigkeit. Und diese Verbindung, die ist nicht hier auf Erden. Diese Verbindung wurde vor Gott geschaffen. Das ist auch eure Seelenverbindung. Das ist das, was euch ausmacht. Diese Seelenverbindung. Und ihr werdet es auch gleich hier sehen. Da ist der Anker gefallen. Der Anker ist ja auch Stabilität. Der ist ja auch in sich gefestigt zu sein. Das Haus. Und das nehme ich wahr für sein inneres Zuhause. Aber auch für dein Zuhause. Denn hier bist du gefallen. Und das ist genau das, was es auch besagt. Diese Stabilität, diese Festigkeit findet er auch nur in deinem Zuhause. Aber um in dieses dein Zuhause zu gelangen, muss er natürlich auch erkennen, wer bin ich denn und wer muss ich sein, um auch meine Stabilität, meine Festigkeit in mir, aber auch in deinem Zuhause zu finden. Denn es gibt nichts Schöneres, als anzukommen in einem Zuhause, wo das Glück herrscht, wo die Liebe ist, wo alles passt, wo alles wunderschön ist.
Und das ist eben auch dieses Zuhause. Aber dazu muss er natürlich auch in seine Kraft finden, muss natürlich auch in sein inneres Zuhause, in die Selbstliebe finden, um dann auch für sich viele Entscheidungen zu treffen, den Weg dann auch zu gehen für diese Verbindung. Und guck mal, die Verbindung, die liegt genau über dem Haus. Und das ist es nämlich auch. Diese Verbindung kann auch nur gelebt werden, wenn er zum einen in sein inneres Zuhause findet, sich auch stabilisiert, ja, hier mit dem Anker. Auch er muss sich stabilisieren. Nicht nur die Stabilität, was er bei dir findet, auch diesen Anker, dieses Ankommen, ja. Nein, er muss auch für sich seine Stabilität finden, um dann natürlich auch mit dir das leben zu können, was vorgesehen ist. Und was auch wunderschön ist, denn hier, und ihr glaubt es nicht, ist er gefallen. Er selbst ist hier gefallen. Also deshalb ist es mir auch absolut sofort in den Sinn gekommen, dass das eure Verbindung ist. Denn ihr beide seid hier gefallen. Und das kommt jetzt mehr und mehr in dieser Energie auch raus. Das ist auch das, was jetzt in dem Kollektiv der Gefühlsklärer passiert, ja. Sie wollen, sie fühlen, sie spüren, ja, die im Prinzip die innere Versteinerung, die kann sich langsam lösen und die wird sich auch lösen. Hier ist der Brief gefallen für Nachrichten. Natürlich sehnt er sich nach deinen Nachrichten. Er sehnt sich auch, dir Nachrichten zu schreiben. Vollkommen klar. Er möchte ja mit dir kommunizieren. Er möchte ja etwas von dir wissen. Das ist ja auch irgendwo seine Stabilität, sein Anker. Ja? Es liegt über ihm auch. Aber trotz alledem befindet er sich in einem Zustand des Rückzugs. Auch in sich zu kehren. Auch zu spüren, zu fühlen. Was ist genau der Punkt, was mich ausmacht, ein anderer zu werden? Hier, auch die beiden sind gefallen. Und guck mal, diagonal. Das hier ist genau das, was das hier symbolisiert. Sein inneres Zuhause zu finden, seine Selbstliebe, um endlich jemand anders zu werden, der auch vorgesehen ist, das Leben leben zu dürfen, nicht nur zu folgen, nicht nur etwas zu tun für andere, nicht, ja, im Prinzip nicht zu funktionieren. Nein, du darfst endlich deinen Gefühlen folgen, du darfst endlich etwas ändern in deinem Leben. Und das ist es ja auch. Finde in die Selbstliebe, denn wenn du in die Selbstliebe findest, findest du in die Kraft. Und das ist genau das, was er jetzt unter die Lupe nimmt, was er sich anschaut. Ja? Und guck hier, der Klee ist natürlich das Schöne, das Glück, aber auch zum Teil die Heilung. Er darf in die Heilung gehen, er darf sich auch anschauen, wo das Glück ist. Natürlich ist er auch glücklich, wenn er von dir etwas hört. Natürlich ist er glücklich, wenn ihr miteinander kommuniziert. Das ist ja auch, was das ausmacht, das Zuhause. Da, wo er sich wohlfühlt, da, wo die Liebe herrscht. Aber trotz alledem musst du auch natürlich vorsichtig sein. Ja? Solange er nicht der Mann ist, wird es auch das Glück nicht geben. Wenn er weiterhin er ist, der natürlich in seinem Leben die Stabilität sucht, im Rückzug ist, um einfach auch das zu erkennen, bleib du dort, wo du bist. Bleib auch in deiner Stabilität, in deiner Selbstliebe. Aber trotz alledem, die Energie, die momentan hier herrscht, ist wirklich verblüffend. Denn das, was ich auch wahrnehme,
das spiegelt sich eigentlich auch 1:1 in den Telefonaten, das spiegelt sich 1:1 in den Readings, in den persönlichen Readings, die ich mache für Gefühlsklärer. Aber das möchte ja auch jetzt raus, das möchte an die Öffentlichkeit und das möchte leben, ja. Es muss leben, es muss raus, es muss bewusst werden. Und das ist genau das, was es ausmacht. Und deshalb hier anschauen, auch öffentlich machen, zu sagen, ich bin in meiner Kraft, das ist nicht mein Leben, wo ich mich momentan befinde. Mein Leben ist da, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich stabil fühle, wo ich im Prinzip auch den Anker, die Ruhe finde, den Anker werfen kann, die Ruhe finde, auch innerliche Ruhe, nicht mehr die Zerrissenheit, nicht mehr dieses Hin und Her. Nein, und das ist genau, was momentan hier passiert. Und deshalb, oftmals, ich weiß auch, dass viele sich aus dem Nichts plötzlich melden, dieses Aufploppen. Und dann gebt ihr Antwort. Und dann ist er plötzlich wieder weg. Aber das ist genau das, was momentan hier passiert. Dieses Nachforschen, dieses, ist sie noch da? Ist sie noch greifbar für mich? Und dann in den Rückzug zu gehen, auch in die Innenschau zu gehen, sein Leben anzuschauen, für eure Verbindung. Das ist für nichts anderes, das ist für eure Verbindung. Und es kommt die Erkenntnis auch, was es ausmacht, dieses Spezielle, was euch beide betrifft. Und deshalb, lass ihm die Zeit. Aber du musst wirklich in deiner Kraft bleiben. Fall nicht in die Bedürftigkeit, denn das hilft ihm nicht. Er muss spüren, du bist eine starke Frau. Er muss spüren, du gehst deinen Weg, mit oder ohne ihn. Aber du gehst ihn und du triffst Entscheidungen. Du wartest nicht mehr. Das ist genau das, was ihm hilft. Und das möchte auch hier mit dem Rückzug, dass er das spürt, dass er in sich geht, sich das Ganze anschaut, dadurch in die Kraft kommt, endlich mal Entscheidungen zu treffen. Denn nichts wichtiger ist es im Leben, sein Zuhause zu finden. Dort, wo ich Ruhe habe. Dort, wo Liebe und Geborgenheit herrscht. Das möchte jeder von uns. Und das möchte auch er. Das möchte auch er. Und deshalb kommt auch diese Erkenntnis. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch wieder mehr Einblick in das Leben der Gefühlsklärer, eurer Seelenpartner, Wunschpartner geben. Und wir hören uns vielleicht schon am Sonntag zu meinem Wunschpartner Orakel. Das war letzte Woche der Knaller mit Tarotkarten. Ich habe so viele positive Nachrichten bekommen und es haben sich auch wahnsinnig viele dieses Video angeschaut. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr mir die Stange haltet, wenn ihr bei mir seid und wenn ihr mir zuhört, mir natürlich auch erlaubt, euch etwas aus der Sicht, aus dem Leben der Gefühlsklärer mitzuteilen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut und alles Liebe, euer Micha. Bis bald. Tschüss.